Der Ballermann-Star Icke Hüftgold denkt darüber nach, seine Karriere zu beenden. Icke Hüftgold heißt eigentlich Matthias Distel und ist mittlerweile 47 Jahre alt. Der Startschuss seiner Karriere war 2009, als Icke Hüftgold erstmals im Bierkönig auf Mallorca auftrat. Über die Jahre ist er einer der größten Stars am Ballermann geworden. Gegenüber Schlager.de erklärte er nun, dass er über sein Karriereende nachdenkt. Ich finde, das ist der beste Zeitpunkt, jetzt, wo ich ganz oben angekommen bin. Von seinen Fans will der Musiker sich mit einer Deutschlandtour und einem neuen Album verabschieden. Außerdem will er sich 2024 erneut für den ESC bewerben.